Am 10.07.2024 gegen 18.25 Uhr wurde die Feuerwehr Unna auf die A1 in Richtung Bremen alarmiert, da aus einem LKW tiefgekühltes Ethylen austrat. Am Mittag des Folgetages konnte die Werkfeuerwehr des Chemieparks Mahl das Leck abdichten. Die Autobahn blieb bis zum Abend des Folgetages in beide Richtungen gesperrt. Im Einsatz waren unter anderem ebenso die Feuerwehren Kamen, Bergkamen, Frontenberg, Lünen, Schwerte, die Werkfeuerwehr und die Polizei Dortmund.
Einsätze wurden von einer Wachbesetzung übernommen. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.